Alles klar, wir sind live. Herzlich willkommen euch alle hier in Karlsruhe und draußen an den Geräten. Mein Name ist Thomas, ich bin der Geschäftsführer von der Firma Synnix hier in Karlsruhe und ich begrüße euch alle hier bei uns vor Ort und natürlich auch ganz besonders draußen an den Geräten heute im Livestream zur Java User Group. Da freue ich mich ganz besonders, dass die Java User Group wieder hier bei uns zu Gast ist und Eberhard Wolf mit einem tollen Vortrag da ist. Von meiner Seite aus gibt es nur zu sagen, wir haben für später noch ein bisschen Pizza bestellt, also ihr dürft sehr gerne auch noch da bleiben und mit uns nach dem Vortrag noch ein bisschen Pizza essen. Und ansonsten freue ich mich sehr darüber, euch alle beim nächsten Vortrag vielleicht wiederzusehen. Und ganz wichtig, wenn ihr nachher eine Frage habt oder so, dafür ist genau dieses Mikrofon da. Das kann man. Also bitte achtet darauf, dass ihr das Mikrofon auch in der Hand habt. Dann hören euch die Leute draußen an den Geräten nämlich auch. Und das probieren wir direkt aus. Ich gebe weiter an den Michael von der Java User Group. Dankeschön. Erstmal Applaus. Vielen Dank. An alle, die jetzt zu Hause sitzen mit vielleicht einem kühlen Mineralwasser oder so, ihr verpasst was, denn bei Synnix ist es richtig toll. Wir haben ja eine schöne Event-Location und ich freue mich auch, dass es wieder geklappt hat, dass Eberhard Wolf uns mal wieder besucht. Wir haben vorher geschaut, so ein bisschen in alten Zeiten und haben festgestellt, der erste Vortrag ist schon eine Weile her, das war 2007. Das war ein Vortrag von dir über Spring. Genau, und heute zum fünften Mal da. Herzlich willkommen, Eberhard Wolf. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und vielen Dank für die Einladung. Heute geht es um das Thema Architektur, bitte nicht zukunftssicher. Und womit fangen wir an? Was ist denn eigentlich Softwarearchitektur? Und da gibt es halt den Martin Fowler, der bei ThoughtWorks arbeitet und so ein bisschen eine von den großen Koryphäen ist im Bereich Softwarearchitektur. Und der hat gesagt, naja, Softwarearchitektur sind die wichtigen und schwer änderbaren Entscheidungen. Und wenn wir das uns überlegen, also erstmal, ich finde die Definition gar nicht schlecht, nicht? Also das würde ich halt auch unterschreiben, dann hat das irgendwie Konsequenzen. Also erstmal bedeutet das, Architektur ist wichtig, nicht? Das sind die wichtigen Entscheidungen. Sie sind schwer zu ändern und das bedeutet, wenn alles gut läuft, haben wir halt keinen Bedarf, diese Architektur zu ändern. Und das ist, glaube ich, das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie so eine zukunftssichere Architektur haben. Beziehungsweise das ist vielleicht die Erklärung, warum wir so etwas haben wollen, weil es eben die wichtigen Entscheidungen sind und die schwer änderbaren. Also am besten haben wir ein festes Fundament, auf dem wir aufbauen können, das eben genau diese wichtigen Entscheidungen einmal getroffen hat. Und das ist nicht das, was Fowler irgendwie gesagt hat, nicht? Also das ist irgendwie etwas, was nahe liegt, wenn man sich die Definition anguckt, aber das ist jetzt nicht das, was Fowler gesagt hat. Und ich bin da irgendwie einer anderen Meinung, also keine Ahnung, was Martin dazu sagt, aber meine Meinung ist, das ist keine gute Idee. So etwas zu bauen wie eine zukunftssichere Architektur ist eigentlich eine sogar sehr schlechte Idee, man sollte es halt irgendwie nicht tun. Und jetzt ist irgendwie die Frage, warum bin ich dieser Meinung? Und dazu will ich irgendwie so eine Geschichte erzählen, die es halt da gibt. Und das ist so die folgende Geschichte. Wir wollen also ein System migrieren. Wir haben ein altes System, wir wollen ein neues System bauen und wir wollen es Schritt für Schritt migrieren, Modul für Modul. Was an sich erstmal eine gute Idee ist, nicht? Also ich mache halt ein schrittweises Projekt und das bedeutet, ich habe ein niedriges Risiko, weil ich eben bei jedem Schritt irgendwas in Produktion bekomme und halt irgendwie sehen kann, ob es halt tatsächlich funktioniert. Und ich baue jetzt einen Prototypen, um herauszufinden, ob dieser Ansatz funktioniert. Einen technischen Prototypen, weil ich mir vielleicht nicht sicher bin, ob er nun wirklich funktioniert. Und wir nehmen halt an, dieser Prototyp kostet halt irgendwie auch Geld. Und dann legen wir halt irgendwie los und lernen mehr über die Domäne. Und stellen plötzlich fest, wenn wir das so machen, wenn wir Modul für Modul migrieren, dann wird es unmöglich, das zu machen, was wir eigentlich wollen, nämlich das Business besser zu unterstützen.
ohne das jetzt detailliert zu diskutieren, wenn ich eben Modul für Modul migriere, bedeutet das, dass ich bestimmte Dinge so übernehmen muss, eben den grobgranularen Modulschnitt, den ich mir mal überlegt habe in dem alten System. Und das bedeutet, dass ich nicht dazu in der Lage bin, das Geschäft so zu unterstützen, wie ich das eigentlich gerne möchte. Und ich habe ein Problem. Und in dem Fall führt es dann irgendwie dazu, dass es irgendwie auch noch andere Schwierigkeiten gab und am Ende das Projekt eingestellt wurde und auch offiziell tatsächlich ein Fehlschlag ist. Nicht? Also es ist immer so eine Geschichte, wo man dann irgendwie drüber diskutieren kann, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Aber in dem Fall ist es eben tatsächlich ein Fehlschlag. So, und jetzt ist halt die Frage, was lernen wir daraus? Also es ist ja ein Projektfehlschlag. Und aus dem Projektfehlschlag sollte man irgendetwas lernen. Und eine mögliche Lesson learned daraus, vielleicht auch intuitiv die richtige, wäre jetzt zu sagen, ich muss mir noch mehr am Anfang überlegen, was ich eigentlich machen möchte. Es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie anfange und sage, das ist meine Migrationsstrategie und dann stelle ich halt irgendwie nach einiger Zeit fest, nee, diese Migrationsstrategie ist eine blöde Idee und habe dann irgendwie ein echtes Problem. So, und da kann ich jetzt irgendwie auch formale Kriterien einführen. Ich kann zum Beispiel sagen, ehe ich ein Projekt genehmige, gibt es halt bestimmte Dinge, die ich halt gelöst haben muss, um eben dafür zu sorgen, dass ich so etwas nicht nochmal machen muss. Und dafür könnte ich eben so eine zukunftssichere Architektur fordern, dass ich eben am Anfang sage, das sind die Dinge, die wir definiert haben müssen, eine Migrationsstrategie, die muss halt abgeklopft sein und so weiter und so weiter. Und ich finde nicht, dass das eine dumme Idee ist auf den ersten Blick. Nicht? Wir wollen ja irgendwas lernen und wir haben einen Fehlschlag, also versuchen wir restriktiver zu sein, um in Zukunft diesen Fehlschlag zu vermeiden. Aber meiner Ansicht nach ist das falsch. Weil wir, würde ich behaupten, dadurch vielleicht beim nächsten Mal diesen konkreten Fehlschlag oder dieses konkrete Problem eliminieren, aber irgendwo anders dann scheitern. Und das, woran wir uns gewöhnen müssen, ist, dass wir in Iterationen arbeiten müssen. Und jetzt ist halt die Frage, warum müssen wir in Iterationen arbeiten? Und dafür habe ich halt gleich eine ganze Reihe von Gründen. Also der erste Grund ist, wenn wir ein Domänenmodell haben, also wir haben ein Modell der Domäne in Software ausführbaren Code, der halt Business-Logik umfasst, dann sagt der gute Eric, und der hat immerhin dieses Thema mit dem Domain-Driven Design erfunden, nicht? Das ist der Autor von dem Original Domain-Driven Design Buch, der sagt halt, diese Domänenmodelle sind niemals perfekt, sie entwickeln sich weiter. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, das ist unser Modell, dann wissen wir eigentlich schon, dass wir eine nächste Iteration dieses Modells haben werden, das eben noch besser ist. Es gibt kein perfektes Modell. Was also impliziert, dass wir in Iterationen arbeiten müssen. Dann haben wir Anforderungen und Anforderungen ändern sich. Manchmal habe ich irgendwie so Diskussionen, die irgendwie sagen, ja, aber wir können ja mal annehmen, dass Anforderungen sich nicht ändern. Ich bin nicht sicher, was das bringen soll. Und Anforderungen, die sich halt ändern, werden eben die Architektur beeinflussen. Das bedeutet, in der Realität ändern sich Anforderungen. Das bedeutet, das müssen wir in der Architektur halt möglicherweise berücksichtigen. Und dann haben wir irgendwie ein Problem. Das heißt, aber selbst wenn die Anforderungen fest sind, das ist ja das, was Eric sagt, werden wir nicht das perfekte Modell bauen können, weil wir müssen ja erstmal verstehen, was überhaupt passiert. So, und dann kommt irgendwie als nächstes dazu diese Frage mit, lernen wir eigentlich, wie wir Architektur betreiben? Und dazu habe ich halt so eine Umfrage gemacht, und zwar habe ich halt irgendwie auf Mastodon und Twitter die Frage gestellt, wie viele Softwarearchitekturen denn die Personen bereits gemacht haben. Und das führt irgendwie dazu, dass da ein Fragezeichen steht, weil ganz so eindeutig ist das nicht. Also wenn man sich das halt anguckt, dann haben wir hier halt bei 3 bis 5 Architekturen relativen Schwerpunkt, hier bei Mastodon sogar bei 6 bis 10. Warum habe ich diese Frage gestellt? Weil ich halt bei Trainings das Gefühl habe, dass die Gruppe, die halt sagt, wir haben erst 1 oder 2 Architekturen gemacht, stark überrepräsentiert ist. Aber nicht bei Twitter oder Mastodon ist das halt irgendwie anders. Gut,
ist halt, das eine ist genauso repräsentativ wie das andere. Und deswegen ist da halt ein Fragezeichen, nicht? Also ich würde jetzt nicht sagen, wir lernen, wie wir Architektur machen, während wir das halt tun. Aber in gewisser Weise ist es dann doch so. Wir alle lernen, wie wir halt Architekturen betreiben. Mein Ansatz, wie ich eine Architektur mache, ändert sich. Und deswegen sind wir ja bei solchen Sachen wie hier, nicht? Also deswegen gucken wir uns ja irgendwelche Talks an, gehen zu irgendwelchen Konferenzen, lesen irgendwelche Artikel, weil wir lernen wollen, wie wir halt Architektur machen. Das heißt, anders machen, besser werden. Und das impliziert, also es wäre jetzt absurd, wenn ich oder irgendjemand anders sich hinstellen würde und sagen würde, hey, ich habe halt vor 2 Jahren diese Architektur gemacht, genauso würde ich das immer noch machen. Dann haben wir halt nichts gelernt. Das heißt also, auch aus diesem Grund müssen wir in Iterationen arbeiten, weil wir eben lernen, wie wir Architektur machen. Das bedeutet also, dass die wirkliche Lesson learned ist, wir lernen immer mehr über die Domäne. Das ist das, was Eric sagt. Die Modelle, die wir bauen, sind nicht perfekt. Wir lernen mehr über die Domäne. Dadurch ändern sich die Modelle. Selbst wenn die Requirements fest sind, können wir nicht sofort alles verstehen. Aber Requirements ändern sich. Das ist also der zweite Grund, weswegen sich Dinge eben ändern müssen und sich Architektur ändern muss. Wir lernen, wie man Architektur macht. Wir werden da hoffentlich ständig besser. Sonst ist irgendetwas komisch. Was also bedeutet, dass es halt immer irgendetwas gibt, was man noch besser machen kann. Und zwar immer, nicht nur beim Start. Und das bedeutet so ein bisschen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen halt so einen Architekturfehlschlag vermeiden. Es geht eigentlich gar nicht, weil wir in Iteration arbeiten müssen, weil das, was wir tun, eben nicht perfekt ist und weil wir eben lernen auf verschiedenen Ebenen, wie wir es besser machen können. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie diesen Grund, warum es halt schief geht, eliminieren, dann scheitern wir eben potenziell an dem nächsten Grund. Das heißt, was wir eigentlich machen müssen, ist, dass wir in Iterationen arbeiten und eben iterativ die Architektur weiterentwickeln an der Stelle. So, und da gibt es noch diesen anderen Satz, der sagt, ein komplexes System, das funktioniert, ist auf jeden Fall hervorgegangen von einem einfachen System, das funktioniert. Das ist irgendwie so ein Satz aus diesem Bereich, wie man eben Systeme überhaupt grundsätzlich baut. Also es ist gar nicht so sehr ein Softwarearchitekturthema. Was also bedeutet, wenn wir gerade in so einem Migrationsszenario sind, dass wir mit einem einfachen Kern anfangen müssen und den iterativ inkrementell verbessern müssen und dass wir eben nicht sagen können, das ist die Architektur für das Gesamtsystem, sondern wir müssen eben auch dort schrittweise arbeiten, weil sonst uns Komplexität einfach erschlägt. Das bedeutet für mich, was ich eigentlich daraus ableiten wollen würde, ist, dieser Prototyp, den wir gebaut haben, der hilft uns eigentlich gar nicht. Wir haben technisch etwas validiert, was, wie wir später festgestellt haben, gar nicht nützlich ist, weil dieser modulweise Migrationsansatz eben nicht hilfreich war. Wir müssen offensichtlich die Migrationsstrategie ändern, sonst erreichen wir das Projektziel nicht. Also, und die Art und Weise von den Änderungen, die können wir nicht wirklich vorhersagen. Wir können nicht sagen, das ist das, was wir in Zukunft lernen werden. Das ist einfach prinzipiell unmöglich, so dass wir da irgendwie ein Problem haben an der Stelle. Und das bedeutet, wenn man die Folie jetzt sozusagen genau liest, diesen Prototypen hätten wir uns möglicherweise sparen können. Also offensichtlich ist ein Optimierungspotenzial, diesen Prototyp nicht zu machen. Und das ist das Gegenteil von dem, was man intuitiv denken würde, nicht? Also man sagt irgendwie, die formalen Gründe, die formalen Vorbedingungen dafür, dass wir dieses Projekt machen, reduzieren wir. Wir wollen nicht den technischen Prototypen machen, um sicherzugehen, dass diese Migrationsstrategie funktioniert. Und nicht in dem Fall, wenn wir es eben nicht gemacht hätten, hätten wir tatsächlich schlicht und einfach Geld gespart. Und nicht, das wäre also zumindest insofern besser gewesen. Was ist denn dann unser Problem? Ich würde mal die Hypothese in den Raum stellen, dass unser wirkliches Problem ist, dass wir Architekturen nicht anpassen. Also wir brauchen nicht darüber zu reden, dass viele von den Architekturen, die wir halt so typischerweise bauen, eben nicht so gut sind und nicht so gut auf das Problem passen.
Die Frage ist, warum ist das so? Eine mögliche Erklärung wäre, weil wir am Anfang nicht genügend nachgedacht haben. Ich führe hier ins Feld, dass das gerade nicht die Sache ist, die wir optimieren müssen. Was wir optimieren müssen, ist irgendwie was anderes, eben, dass die Architektur geändert wird, wenn sich Änderungen ergeben. Das bedeutet, ich sollte mich darauf vorbereiten, dass ich meine Architektur anpassen muss. Aber ich sollte halt auf der anderen Seite nicht mich absichtlich dumm stellen. So ein bisschen diese Geschichte mit dem You ain't gonna need it, nicht? Das war irgendwie die Idee von Extreme Programming rund um die Jahrtausendwende. Und da hat man halt gesagt, naja, wenn irgendwie ein Requirement kommt und eine Idee kommt dann und man sagt, naja, das können wir halt so machen, um das schon mal sozusagen rein zu faktorisieren, dann sagt man eben, you ain't gonna need it. Und das finde ich zu viel des Guten, nicht? Also wenn ich halt weiß, dass irgendetwas vielleicht passiert, ich finde, das ist eine Information, die ich halt ausnutzen kann. So, das führt jetzt zu der Frage, wie viel Architektur brauchen wir denn, um überhaupt loszulegen? Das ist so ein bisschen, wenn man der Logik folgt, eine nahezu zwangsläufige Frage. Also, ich möchte gerne möglichst wenig Architektur vielleicht haben. Ich möchte möglichst die Entscheidung später treffen. Und da gibt es halt diese Idee von dem Domain Prototyping. Die Idee von Domain Prototyping ist zu sagen, wir entscheiden möglichst keine Technologien am Anfang. Also brauchen heute typischerweise nicht darüber zu reden, dass wir eine Datenbank brauchen. Ja, lass uns das doch erstmal lassen. Lass uns doch erstmal schauen, dass wir einfach ein System bauen, was irgendwie in eine Datei irgendwas schreibt oder vielleicht auch nur Fake-Daten hat. Oder wir brauchen typischerweise einen Webserver. Naja, können wir auch erstmal lassen, nicht? Wir können ein JavaScript-Ding bauen, was halt im Browser läuft. So, das heißt, wir können ganz viele Technologieentscheidungen erstmal nicht fällen und können halt ein Kernsystem uns hinstellen, das halt technisch trivial ist. Und der Vorteil, den wir dann halt haben, ist, dass wir leicht iterieren können. Wir haben halt ein technisch trivial einfaches System. Das heißt also sowas wie, wir bauen das, wir entwickeln das, wir brauchen eine Infrastruktur für EntwicklerInnen oder sowas. Das ist dann halt alles irgendwie einfach. Und erst dann, wenn wir es wirklich benötigen, führen wir die Technologie ein. Und das hat verschiedene Vorteile. Der eine Vorteil ist, dadurch konzentriere ich mich ganz klar auf Domänenlogik. Das ist nun das Einzige, was irgendwie übrig bleibt. Und das bedeutet, das ist der unumgängliche Fokus. Es geht nicht anders. Ich kann nichts anderes machen, außer dass ich an Domänenlogik arbeite. Und es ist leichter zu iterieren. Ich kann eben schneller neue Versionen bauen, weil es eben technisch einfach ist, sie zu bauen. Und irgendwann brauche ich natürlich Technologien und werde sie halt einführen, aber erst dann, wenn ich sie tatsächlich benötige. Und dann kann ich sie einführen, basierend auf mehr Informationen. Denn ich habe ja dann schon verstanden, was die Domänenlogik ist. Und dann kann ich eben die Technologie einführen. Und das ist nicht eine, wie soll ich sagen, abgehobene Sache, sondern das hat tatsächlich konkrete Vorteile, weil die Frage, welche Datenbank ich benutze, ist ja schon eine relevante Frage. Ich habe irgendwie eine relationale Datenbank, die hat irgendwie Tabellen und Relationen und so ein Zeug und damit kann ich halt in einer bestimmten Art und Weise Dinge modellieren. Und wenn ich eine dokumentenorientierte Datenbank benutze, dann habe ich eben Dokumente, nicht so JSON-Dinger. Und das ist eben wie ein anderer Trade-off. Das hat andere Konsequenzen, wenn ich das eine oder das andere benutze. Und wenn ich diese Entscheidung verzögere, dann habe ich, ohne dass ich irgendetwas Zusätzliches tue, mehr Informationen und kann eine bessere Entscheidung treffen, weil ich mehr Informationen habe. Dieses Thema haben wir, hat der, genau, Weltraumpirat steht da, der Tobias Gösche und ich im Stream diskutiert. Ist seine Idee, ich habe ihn dazu interviewt. Und das ist halt ein Ansatz, der die Frage beantwortet, wie viel Architektur, wie viel Technologievorträge muss ich denn irgendwie machen? Und hier ist halt eigentlich die Aussage, naja, fast keine, nicht? Also ich kann halt mit wahnsinnig wenig anfangen. Und man kann jetzt irgendwie sagen, naja, aber das ist halt ein sehr radikaler Ansatz. Und es ist ja auch irgendwie fein, wenn man sagt, dass
nicht? Ich fühle mich halt irgendwie unwohl, wenn ich nicht zumindest mal ein paar technische Dinge sozusagen in den Boden gerammt habe und entschieden habe. Ich muss dort irgendwie mutig sein. Ich muss zum Beispiel den Mut haben, zu sagen, okay, ich werde schon an der Stelle, wo ich dann eine Datenbank einführen muss oder Kubernetes einführen muss oder so, dann werde ich halt schon die Fähigkeit dazu haben, das zu tun. Ich werde es auch schnell genug und produktionsmäßig hinbekommen und so weiter und so weiter. Dennoch finde ich da wichtig, diesen Last Responsible Moment. Der Last Responsible Moment ist die Frage, wann ist der letzte noch verantwortbare Zeitpunkt, zu dem ich irgendetwas entscheide? Und das führt irgendwie zu der Frage, wie viel muss ich denn eigentlich am Anfang entscheiden? Das ist erstmal etwas, was, glaube ich, als Idee hilfreich ist, nicht? Also bitte entscheide das. Okay, was passiert, wenn ich es jetzt nicht entscheide? Kann ich es nicht später entscheiden? Finde ich halt als Idee erstmal eine gute Idee, weil wenn ich es später entscheide, habe ich mehr Informationen. Das Problem ist halt, wenn man da auf den Kern eingeht, dann ist das halt subjektiv, nicht? Also was ist denn der letzte verantwortbare Moment, in dem ich irgendetwas entscheide? Und das kann jetzt zu der Frage führen, wann ist denn der letzte verantwortbare Moment, in dem ich halt diese Migrationsstrategie in dem Beispiel entscheide? Und also offensichtlich war die Antwort der Leute, die da in dem Projekt gesessen haben, das muss ich am Anfang entscheiden und ich muss es absichern. Die sind irgendwie dazu gekommen, dass das eben das ist, was sie machen müssen. Und das führt irgendwie zu der Frage, wie viel Risiko man dort sozusagen ins Feld führen will. Das ist aber trotzdem etwas, was hilft, nicht? Also wenn man irgendwie dazukommt und sagt, naja, ich muss das jetzt entscheiden, ist halt so, dann habe ich zumindest mal die Frage gestellt und ich finde es halt besser, darüber zu reflektieren und halt die Frage zu stellen, als wenn ich sie halt gar nicht frage. Hier kommt jetzt genau diese Idee von dem Yagni, you ain't gonna need it. Also baue eben keine Funktionalität ein, solange ich nicht das Gefühl habe, dass ich es halt wirklich benötige. Das ist, wie gesagt, ein Konzept aus dem Extreme Programming und eben... Also das ist so nicht das, was um die Jahrtausendwende gemacht worden ist. Und da ist irgendwie die Frage, warum war Yagni damals irgendwie ein großes Thema? Und das hängt zusammen mit einem anderen Akronym, das hängt zusammen mit dem BDUF. Ich glaube, das war da so tatsächlich eine Gehirnwäsche. Also da steht jetzt Gehirnwäsche und das meine ich tatsächlich auch so. BDUF ist das Big Design Upfront. Also genau diese Idee, dass ich mich irgendwie hinstelle und sage, ich möchte am Anfang das große Design machen, das, was wir Architektur nennen. Und das ist eben eine vollständige Architektur, die alle Eventualitäten umfasst. Und dann lege ich halt los. Und da ist irgendwie Extreme Programming gekommen und hat gesagt, you ain't gonna need it. Und das eben konstant. Und das ist eben so eine Gehirnwäsche. Und ich glaube, dass dieses Big Design Upfront irgendwie auch eine schlechte Idee ist, nicht? Weil ich kann nicht vorhersagen, was ich wirklich benötige und wie es irgendwie kommen wird. Das ist ja genau das, weswegen ich am Anfang gesagt habe, ich will in Iteration, nein, ich muss. Ich will gar nicht, ich muss in Iteration arbeiten, weil ich nicht vorhersagen kann. Ich bekomme ein Feedback, ich bekomme halt die Aussage, nee, das ist irgendwie anders, oder, nicht? Also die Domäne funktioniert in Wirklichkeit anders, oder man macht Architekturen typischerweise anders, oder hier ist eine Idee für eine bessere Architektur, und dann sollte ich eben die Entscheidung revidieren. Und ich kann das nicht vorhersagen. Ich kann nicht am Anfang sagen, das ist das, was ich lernen werde oder das, was ich tatsächlich benötige. Und deswegen ist eben so ein Big Design Upfront tatsächlich eine schlechte Idee, weil ich dann garantiert etwas bauen werde, was nicht passt zu dem, was ich später noch lernen werde. Und es gab damals auch solche Geschichten, die halt Architekturen, die versucht haben, so super generische Systeme zu bauen. Also mir ist sowas hier in Erinnerung, nicht? Unser System wird so generisch sein, dass wir halt alle Änderungen da irgendwie schon einfach reinbekommen. Oder dass irgendwie unser spezifisches System ein Sonderfall dieses Systems ist. Und das hört sich halt erstmal total super an. Übrigens, es gibt generische Systeme, die sowas können, nicht? Programmiersprachen.
Programmiersprachen können halt alle Logik, die man halt so hat, tatsächlich modellieren. Das Problem ist, wenn ich das eben tatsächlich als Software-System versuche zu implementieren, dass ich dann in Komplexität untergehe, nachdem ich halt irgendwie eine Menge an Geld verbrannt habe, weil ich eben ein super kompliziertes generisches System baue, das eben am Ende mir nicht weiterhilft. So, und das ist eine Situation, die halt so rund um die Jahrtausendwende tatsächlich der Fall war, wo es halt solche Systeme gab. Und man mit Jagni nicht you ain't gonna need it, kann man sowas halt killen. Nee, wirst du halt nicht benötigen, weil es gibt keine Anforderung dafür. Wieso bauen wir es generisch? Wir bauen jetzt das Spezielle. Wir bauen halt das exakt Spezielle für diesen Fall. Da wird garantiert kein generisches System rauskommen, weil you ain't gonna need it. Und das ist halt ein fairer Ansatz. Nur ich glaube halt, dass wir heutzutage soweit sind, dass wir hoffentlich nicht mehr dieses BDAF machen, und dann schlägt das potenziell das Umgekehrte um. Wenn mir jetzt jemand sagt, hör mal zu, wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr folgende Anforderungen haben, dann ist das halt eine Information. Und die halt zu ignorieren, finde ich nicht sinnvoll. Ich kann, die Frage ist, wie ich damit umgehe. Nicht? Also ignoriere ich jetzt wirklich ein potenzielles Requirement? Ich finde es nicht schlimm, wenn man mal 5 Minuten drüber redet oder 10 Minuten drüber redet oder eine Stunde. Es wird eben dann dramatisch, wenn man sagt, wenn man das überbewertet, nicht? Also man muss eben wissen, dass das wahrscheinlich oder vielleicht kommt, aber dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Aber diese Information sich zu holen, finde ich halt schon sinnvoll. Und deswegen finde ich persönlich you ain't gonna need it eigentlich zu radikal. Wir brauchen halt irgendwie etwas dazwischen, nicht? Also es war damals als Gehirnwäsche sinnvoll, aber heute ist es, glaube ich, eben nicht mehr so wahnsinnig sinnvoll. Und ich habe so ein bisschen als eine Metapher, wie ich mir so ein Vorgehen prototypisch vorstelle, so eine Expedition im Kopf, nicht? Also hier bin ich irgendwie oder wir, und wir wollen irgendwie da auf diesen Gipfel, da wollen wir irgendwie raufklimmen, und das ist eben unser Projektziel, nicht? Also hier steht das Projektziel als der, und die Metapher dafür ist irgendwie der Gipfel, den wir erklimmen wollen. Also zum Beispiel, das ist so etwas, was im Moment so die typische Anfrage ist bei mir, die erfolgreiche Migration in ein großartiges, komplett modularisiertes System. Das ist irgendwie das, was man sich, was typischerweise so bei Beratungsaufträgen oder so im Moment aktuell ein Thema ist. Und dann hätte ich hier eben einen festen Weg, wenn ich hier eine zukunftssichere Architektur oder eine zukunftssichere Architektur hätte, dann hätte ich hier irgendwie so einen festen Weg, der mir exakt sagt, wie ich dahin komme. So, und da muss ich eben nicht, also sprich, ich habe irgendwie so eine Landkarte, um in der Metapher zu bleiben, und da steht irgendwie exakt drin, von hier nach da auf diesem Weg, Punkt. So, und so funktioniert das meiner Ansicht nach nicht, denn irgendwas ist da, nicht? Also vielleicht ist da was überflutet, und da ist halt irgendwie ein Fluss oder irgendwas anderes. Ich muss mir halt überlegen, wie ich da dran vorbeikomme. Und sind eben aktuelle Requirements, Dinge, die halt jetzt gerade passieren. Und die muss ich mit berücksichtigen, was eben wie zu der Frage führt, was ist eigentlich der nächste Schritt? Also, wie können wir jetzt irgendwelche Requirements implementieren und halt besser werden, zum Beispiel in der Modularisierung oder was auch immer da passiert. Und mein Problem ist halt, dass die Kundinnen, mit denen ich typischerweise spreche, irgendwie sagen, naja, also da wollen wir hin, wir wollen es irgendwie modularisieren. Und da können sie halt irgendwie auch typischerweise die Vorteile nennen. Naja, es ist leichter wartbar und irgendwie alles ist super, nicht? Und das sind irgendwie die Momente, wo ich auch sagen würde, ja, sehe ich halt exakt genauso. Aber wenn man dann darüber reflektiert und halt sagt, okay, wie lange dauert das denn, dahin zu kommen? Und man kriegt irgendwie raus, das dauert irgendwie Jahre.
dann ist die Frage, was machen wir denn in den nächsten Jahren? Also wir können jetzt nicht sagen, in 5 Jahren haben wir ein komplett modularisiertes und tolles migriertes System und bis in 5 Jahren viel Spaß mit dem, was wir jetzt haben, sondern irgendwie müssen wir ja dazu kommen, dass wir halt Requirements umsetzen und halt idealerweise schrittweise besser werden. Und ich persönlich empfinde das irgendwie als die größte Herausforderung, was wiederum bedeutet, dass wir das nicht ignorieren sollten. Also wenn ich halt sage, da hinten ist halt der Berggipfel und da wollen wir hin, dann macht es keinen Sinn, dass ich sage, ich gucke jetzt da unten hin. Und wenn ich da unten hingucke, werde ich garantiert da landen. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber ich muss mich irgendwie darum kümmern, wie ich jetzt über den Fluss oder was auch immer, da vorne komme. Und das ist irgendwie eine operative Geschichte, die ich kurzfristig entscheiden muss. Und das ist genau das, wo ich hier, nicht, wenn ich nur das habe, dann sage ich halt, das ist meine perfekte Architektur, die ich halt anstrebe, die zukunftssicher ist. Das hier ist die größte Herausforderung. Und an einigen Stellen habe ich das Gefühl, dass das sogar komplett ignoriert wird. Also irgendwie gesagt wird, nicht, wir können das System aufteilen in folgende Module. Ja, cool. Und was machen wir dann die Zeit über, bis wir das irgendwie erreicht haben? So, und das bedeutet halt, die Realität ist, dass hier eben diese Zielarchitektur ist und dazwischen ist irgendwelche Magie, nicht? Die hat dann dazu führt, dass wir da hinkommen. Und das gilt insbesondere so für Migration. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass da in der Mitte halt das, diese große Leere klafft. Und das führt irgendwie zu der Frage, welchen Wert generiert er denn irgendwie in den nächsten Monaten? Und da müssen wir eben genau uns überlegen, was sind die nächsten Schritte und wo machen wir jetzt irgendetwas? Also, Jagni ist es nicht, BDAF ist es nicht und ich muss jetzt irgendwie auch ein Akronym einführen, das ist DBS. DBS steht für Don't Be Stupid, sei nicht dumm. Will heißen, wenn ich halt Änderungen habe, die halt sehr wahrscheinlich passieren, sollte ich die vielleicht mit in meinen Plan hineinbeziehen. Aber ich muss mich fokussieren auf das, was halt kurzfristig passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft sagt, cool, wenn du halt in ein paar Jahren irgendeinen Wert generierst. Das kann eigentlich nicht ernsthaft die Idee sein. So, und soweit sozusagen so gut. Jetzt ist ja immer noch die Frage, wie kriegen wir mit zukunftssichere Architekturen hin? Und ich bin so ein Fan von Paradoxien. Ich würde behaupten, wir kriegen dann eine zukunftssichere Architektur, wenn wir versuchen, nicht zukunftssicher zu sein. Und okay, nicht? Also warum? Ist halt ja nun offensichtlich paradox. Naja, meine Hypothese ist ja, dass nicht die Initial der Architektur das Problem ist. Ich wäre überrascht, wenn jemand sagt, oh, wir haben da halt ein großes Problem, das System ist halt in der Architektur schlecht und das liegt daran, dass am Anfang die Leute sich nicht genügend Gedanken gemacht haben. Es ist viel wahrscheinlicher, meiner Meinung nach, dass eben später Informationen aufgetreten sind und Ideen aufgetreten sind oder eben Arbeitsweisen bekannt geworden sind, die ursprünglich nicht betrachtet worden sind. Ich finde, das ist nahezu die einzige fast die einzige Erklärung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand am Anfang sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt absichtlich eine schlechte Architektur. Die Architektur, die dort passiert ist, ist wahrscheinlich unter den gegebenen Bedingungen das Optimum gewesen. Dann bedeutet das aber, dass wir die anpassen müssen. Dann ist aber das Problem die Anpassbarkeit. So, und jetzt kommt die Auflösung der Paradoxie. Wenn ich mich also hinstelle und sage, ich will eine zukunftssichere Architektur bauen, dann setze ich mich hin und denke halt intensiv nach und investiere viel Aufwand da rein, diese Architektur vernünftig zu machen. Ich lasse ein Review machen. Irgendwelche Leute kommen halt und sagen mir, das ist eine gute Architektur oder hier sind Optimierungspotenziale. Und das ist ja mein Ziel. Ich möchte zukunftssicher sein. Das soll eben zukunftssicher sein. Und meine Hypothese ist jetzt, wenn irgendjemand sagt, also nicht, es kommt jetzt der Moment, wo jemand sagt, hier ist eine Anforderung, irgendwas ändert sich. Irgendeine Anforderung ist da, irgendein Ansatz ändert sich. Naja, ich habe ja eine zukunftssichere Architektur. Das heißt, ich würde vermuten, dass ich einen Bias habe, der hat gesagt, naja, das sollte ich ja eigentlich in meine zukunftssichere Architektur reinbekommen. Ich habe ja viel Aufwand da rein investiert. Ich habe halt viel darüber nachgedacht. Lass mich mal schauen, ob das irgendwie funktioniert. Das kriege ich da rein.
Nicht? Und da ist es jetzt irgendwie drin. Und das mache ich halt irgendwie öfter. Und dann habe ich halt irgendwann so ein Chaos. Und also nicht, das ist eine Hypothese, wie gesagt. Und am Ende habe ich dann eben irgendwie so ein unwartbares Legacy-System, wo ich mich dann fragen kann, ob ich es wegwerfe oder irgendwie neu schreibe. Und das ist irgendwie alles nicht cool, nicht? Also das ist genau das, wo wir dann irgendwie sind. Und wir sagen, ja, das sollte ich jetzt irgendwie neu machen. Meine Hypothese ist, dass das ein Ergebnis von diesem Bias ist, dass ich halt sage, das soll zukunftssicher sein und dadurch habe ich eben eher ein Bias, die Sachen da reinzubauen. Während wenn ich sage, naja, das ist halt eine iterative Architektur, lass uns doch für den ersten Schritt irgendwie eine Architektur bauen und lass uns mal schauen, wie weit wir kommen. So, und da kommt jetzt jemand durch die Tür und sagt, hier ist eine Änderung. Und dann sage ich halt, kriegen wir das in die Architektur, so wie sie jetzt ist, rein? Nö. Na, dann bauen wir es halt irgendwie da. Falsch erzählt. Also, invalidiert das die Architektur? Ist das irgendwie etwas, wo ich halt sagen muss, das macht keinen Sinn, das mit dieser Architektur abzudecken? In diesem Fall invalidiert es die Architektur nicht. Das heißt, ich baue es halt da irgendwie rein und es passt da eben rein. So, und jetzt kommt irgendwie die nächste Änderung und ich stelle wieder dieselbe Frage. Invalidiert das die Architektur? Führt es also dazu, dass die Architektur keinen Sinn mehr macht? Ja, dann ändere ich eben die Architektur. So, und das hängt irgendwie damit zusammen, dass ich mich nicht hingestellt habe und gesagt habe, das ist übrigens die zukunftssichere Architektur, sondern ich habe gesagt, das ist ein erster Entwurf, eine erste Iteration. Und wenn du durch die Tür kommst und sagst, das ist eine Änderung, dann werde ich mir halt überlegen, ob ich es halt ändere. Und das ist irgendwie fein. Nicht? Also, ich weiß gar nicht, vor kurzem habe ich irgendwie diese Geschichte erzählt bekommen, wo tatsächlich offensichtlich sich jemand hingestellt hat und gesagt hat, das ist die Architektur und es eben politisch nicht mehr machbar ist, diese Architektur zu ändern, weil das ist halt die Architektur und die ist ja abgenommen und alles Mögliche. Nicht? Und das ist eben genau eine Illustration dafür, dass eben so eine Architektur dann eben nicht mehr invalidiert werden kann. So, und da kommt jetzt wieder die Frage nach diesem Prototypen. Also in dem konkreten Fall gab es ja einen Prototypen. Und ich führe irgendwie zu der Frage, wenn ich jetzt einen Prototypen baue für diese Architektur, sorgt das dafür, dass ich einen stärkeren Bias habe in Richtung von, ich bleibe bei dieser Architektur? Naja, ich habe dann irgendwie ein Investment, also tatsächlich monetäres, weil ich habe irgendwie Geld auf den Tisch gelegt und habe gesagt, baut das mal bitte. Aber ich habe ja auch ein emotionales Investment. Ich habe irgendwie gesagt, das ist mein Entwurf, lass uns einen Prototypen bauen. Und da ist es irgendwie schwer zu sagen, das war irgendwie doch keine gute Idee, lass es uns wegwerfen. Und das bedeutet eben, und das ist so ein bisschen die Paradoxie, wenn ich mich also hinstelle und sage, das ist meine Architektur, die ist zukunftssicher, so mein Argument, dann glaube ich, dass man eher in eine Richtung kommt, wo man versucht, Sachen reinzuwürgen in die Architektur. Und das ist eigentlich das, was ich nicht will. Also, wenn ich auf eine zukunftssichere Architektur achte, dann kann es eben sein, dass ich genau diesen Punkt, wo ich sage, nee, das macht halt irgendwie keinen Sinn mehr, ich muss mal darüber nachdenken, das irgendwie anders zu machen, dass ich dann eben genauso ein Problem habe. Das heißt, ich sollte mich nicht emotional und auch sonst möglichst nicht investiert sein in meine Architektur. Nicht? Also es ist halt irgendwie so, das meine ich eigentlich tatsächlich ernst, ich sollte mich nicht hinstellen und sagen, ist das nicht schön und toll, sondern es sollte eben eine Lösung sein. Und wenn die Lösung nicht mehr passt, dann gibt es ja irgendwie eine andere Lösung. Nicht? Ist halt so. Und das führt für mich, da gibt es auch eine Episode über Softwarearchitektur im Stream drüber, über Best Practices, das führt dazu, dass so Daumenregeln meiner Ansicht nach schwierig sind. Also sollten wir lieber kleinere oder größere Microservices bauen? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich halt häufig bekomme und da kommen dann manchmal so Aussagen wie, naja, wenn sie kleiner sind, dann kann ich die vielleicht später einfacher zusammenbauen und deswegen brauche ich eher kleinere Microservices oder dieses You ain't gonna need it, nicht? Also bau lieber nicht die Sachen, von denen du glaubst, dass du sie vielleicht brauchst, weil du wirst sie am Ende nicht brauchen. Ich finde das alles nicht so gut, weil ich würde halt versuchen, immer eine Entscheidung zu basieren auf den Zielen und den Informationen, die ich jetzt habe.
Und wenn ich das tue, dann finde ich so eine Daumenregel nicht hilfreich, weil die mich dazu verleitet, eine Abkürzung zu nehmen. Bauen wir lieber diese zwei kleinen Boundary-Kontexte oder den großen? Diskutieren wir nicht. Best Practice ist zwei kleine. Nein, ich will die Diskussion genau führen. Und deswegen finde ich halt genau so eine Best Practice vielleicht nicht so gut. Und ich sollte eben dazu mir dann überlegen, dass ich sie irgendwann revidieren will. Und insbesondere eben dann, wenn ich halt nicht sicher bin. Nicht? Also wenn ich halt sage, okay, das ist nicht so ganz klar, dann ist irgendwie, glaube ich, eine gute Reaktion zu sagen, okay, lass uns erstmal das machen. Und wenn wir feststellen, dass das eine blöde Idee ist, dann sollten wir es halt revidieren. Das ist, glaube ich, der viel bessere Ansatz. Und das ist eben der Grund, warum solche Daumenregeln meiner Ansicht nach keine gute Idee sind, warum ich halt versuche, sowas eigentlich nicht von mir zu geben. Manchmal tue ich es dann doch und es gibt auch natürlich ein paar sozusagen absolute Wahrheiten, aber üblicherweise versuche ich davon eher fern zu bleiben. Und das führt eben dazu, dass das Konzept, um zukunftssicher zu sein, eben gerade ist, nicht zukunftssicher zu sein. Also gerade nicht sich hinzustellen und zu sagen, das ist das, wie wir es bauen und das wird sich halt auch die nächsten Jahre oder die nächsten Wochen oder so nicht ändern, sondern im Gegenteil, ich würde halt dafür plädieren, darauf vorbereitet sein, Dinge zu revidieren. Also, dann haben wir eine Architektur, die halt basiert auf historischen Fehlern, die aber auf der anderen Seite im Rahmen dessen, was möglich ist, die aktuellen Bedürfnisse möglichst ideal unterstützt und deswegen halt Businesswert generiert. Das bedeutet, die ist möglicherweise nicht ästhetisch. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ich stelle also fest, ich baue halt das System. Ich habe die erste Iteration, ich habe irgendwie eine Architektur, ich habe eine Aufteilung. Ich stelle fest, die Aufteilung ist eine blöde Idee. Ich versuche das in eine andere Richtung zu bekommen. Dann habe ich irgendwie so eine Chimäre, wo irgendwie die alte und die neue Architektur drin ist und Teile haben irgendwie die neue Architektur, Teile haben die alte Architektur und das führt wahrscheinlich zum Diagramm, was ich mir nicht an die Wand hängen würde, sondern das ist irgendwie etwas, was wahrscheinlich nicht besonders hübsch aussieht. Aber es unterstützt hoffentlich das Business besonders gut, weil in den Bereichen, die ich neu entwickelt habe, die eben die neue Architektur haben, da sind ja gerade die Änderungen. Da habe ich also sehe ich also besonders gut aus. Und die alten Sachen, an denen ich vielleicht nicht mehr so viele Änderungen mache, die sind halt eben noch alt und nicht noch schwer änderbar. Die migriere ich dann, wenn ich dafür einen Anlass habe. Das heißt, ich habe dort eine wirtschaftlich nahezu optimale oder eine wirtschaftlich motivierte Architektur. Ich habe das Geld dort investiert, wo es sinnvoll ist und nicht in Hübschheit investiert. Und ich finde dieses Thema deswegen interessant, weil das ja scheinbar ein Widerspruch ist zu Architektur, wie wir sie bei Gebäuden haben. Und es begab sich, dass ich im Urlaub war in Schleswig. Das ist eine Stadt in Schleswig-Holstein, wenig überraschend. Und dieses Gebäude ist 1234 gebaut worden als Kloster, war 1530 ein Armenhaus und ist seit 1975 Teil des Rathauses. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel für das, was ich hier versuche, oder eine gute Metapher für das, was ich hier versuche, über Softwarearchitektur zu sagen. Weil wenn man sich das anschaut, dann sieht man halt hier sieht man, da war mal so ein Fenster oder irgendwas anderes, das ist zugemauert. Und da unten ist ein Fenster, aber das ist ein Teil so drumherum, ist irgendwie auch zugemauert, nicht, wie man sieht. Und hier ist noch ein zugemauertes Fenster. Und hier weiß ich gar nicht. Also da sind irgendwie diese roten Backsteine und das andere, weiß ich nicht, was das genau ist. Da sind irgendwie so gelbe Backsteine. Irgendwas ist ausgebessert. Keine Ahnung. Und hier ist noch so ein zugemauerter Eingang. Hier ist noch so was Interessantes, weil das ist so ein Kirchen-Style-Fenster, aber irgendwie ist da eine andere Einfassung, nicht? Die ist halt anders farbig als das, was drumherum ist. Und da unten sind so schwarze Steine.
also ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist also offensichtlich eine andere Steinsorte. Und was ich noch besonders hübsch fand, waren diese eingemauerten Findlinge, nicht? Die sind hier halt irgendwie drin. Also das Gebäude, ich weiß gar nicht, wann ich die Bilder gemacht habe, letztes oder vorletztes Jahr, also 2021 oder so. Dieses Gebäude ist also irgendwie 800 Jahre alt und ist halt über verschiedene Nutzungsbereiche irgendwie zu dem geworden, was es heute ist, und dient eben als Teil des Rathauses. Und das ist sicher nicht das, was die Architekten 1234 sich überlegt haben, als sie halt irgendwie dieses Kloster gebaut haben. Was also bedeutet, dass klassische, also Gebäudearchitektur möglicherweise dieselben Probleme hat wie Softwarearchitektur. Es ist nur so, dass wir eben nicht jeden Tag ein Gebäude sehen, das irgendwie 800 Jahre alt ist, nicht? Und das eben über drei verschiedene Nutzungsbereiche ist. Also nicht ein Kloster ist was anderes als ein Armenhaus, und ein Armenhaus ist was anderes als ein Teil des Rathauses. Und so, ich habe gehört, es gibt Softwareprojekte, die auch so aussehen, wenn man sich Architektur anschaut. Und ich finde das jetzt nicht dramatisch, also ich finde das überhaupt nicht dramatisch. Im Gegenteil, es ist zwar eigentlich schön, dass wir jetzt irgendwie da ein Rathaus haben und halt irgendwie 800 Jahre dieses Gebäude sozusagen am Leben halten konnten. Hier ist noch ein anderes Beispiel. Das ist Jenga. Das ist dieses Spiel, wo man halt von unten so ein Holzding nimmt und das irgendwie oben drauf legt. Und was ja eigentlich sagt, nicht, bau halt das höchste Gebäude mit dem zur Verfügung stehenden Holz. Und das ist halt auch etwas, wo so Dinge rauskommen, die man, wenn man es sozusagen, wenn man es Big Design upfront machen würde, würde man nicht auf die Idee kommen, das so zu machen. Nicht? Also wenn man sagen würde, hier ist halt ein Set an Klötzen, bau mal den höchsten Stapel, dann würde man halt irgendetwas zusammenbasteln. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das, was hier evolutionär entsteht, wo ich halt unten einen rausnehme und oben was rauf tue, ob das nicht das Problem vielleicht sogar besser löst, weil diese Holzstäbe sind beispielsweise ja nicht exakt gleich. So dass also, wenn ich jetzt sage, ich mache das halt ingenieursmäßig mit Big Design upfront, komme ich vielleicht nicht zu einem besseren Ergebnis. Ich muss gestehen, ich finde diese Metapher so ein bisschen schwierig, weil, nicht, also wer das Spiel kennt, am Ende bricht es eben zusammen. Aber darüber denke ich nochmal nach, wie das halt sozusagen passt. Gut, damit sind wir bei der Struktur, nicht? Also die Struktur eines Systems ist ein wichtiges Teil der Architektur eines Systems. Also wie teilen wir das System auf? Und wir wollen eben dabei gleichzeitig erreichen, wir wollen halt dafür sorgen, dass das System leicht änderbar ist. Das ist so das klassische Thema, weswegen man sagt, eine Architektur ist gut oder schlecht. Was also dazu führt, dass man jetzt sagen muss, okay, cool, hier ist irgendwie eine Architektur, sag doch mal, ob das eine gute oder eine schlechte Aufteilung ist. Nicht? Und wir können uns das jetzt anschauen, also da oben gibt es irgendwie so ein API-Gateway und da gibt es einen UI-Aggregation-Service und so. Das ist eine Grafik, die ich aus einer Episode von Software-Architektur im Stream genommen habe, die sich gekümmert hat um die Airbnb-Architektur. Genau. So, nicht? Mach mal kurz. Software-Architektur-Review, typisches Thema. Ist das eine zukunftssichere Architektur? Naja, wir können halt Änderungen nicht vorhersagen. Das ist halt die Hypothese. Zumindest können wir das Stand jetzt eben nicht. Manche Änderungen werden fundamentale Änderungen an der Struktur benötigen. Wäre halt die nächste Hypothese, weil eben irgendwelche Sachen fundamental anders sind. Führt zu der Frage, wie können wir dann überhaupt sagen, ob das zukunftssicher ist? Das scheint prinzipiell ausgeschlossen zu sein. Nicht, weil wir können nicht vorhersagen, welche Änderungen passieren. Und wenn diese Änderung nun unglücklicherweise so ist, dass eben fundamental etwas nicht stimmt in der Struktur, dann haben wir halt ein Problem. So, wir wollen irgendwie was Einfaches, weil wenn das einfach ist, ist es einfach zu verstehen. Und Verständnis ist die Voraussetzung dafür, dass wir es irgendwie ändern. Okay, darauf können wir uns irgendwie einigen, aber das hilft uns irgendwie immer noch nicht weiter, weil wir immer noch nicht sagen, wie. Und
Ich würde behaupten, die Frage ist halt deswegen nicht beantwortbar, weil wir in gewisser Weise die falsche Frage gestellt haben. Wir haben nämlich uns die technische Aufteilung angeguckt. Und ich würde behaupten, das, was relevanter ist, ist die Aufteilung der Fachlichkeit. Und da gibt es eben Domain-Driven Design. Also ich lasse die Domäne das Design treiben. Dazu muss ich dafür sorgen, dass die Architektur die Domäne reflektiert. Was bedeutet, dass es halt sehr nicht generisch ist, sondern spezifisch. Ich baue eine Lösung für exakt das fachliche Problem, was ich jetzt gerade sehe. Was also bedeutet, dass ich gerade keine Flexibilität habe. So, wenn ich mit diesem Paradigma an diese Frage gehe, ist das eine großartige Struktur? Dann können wir mal schauen, also können wir jetzt irgendwie sehen, welche Domäne das ist. Also ich konnte nicht erkennen, dass es Airbnb ist. Kann ich das benutzen für ein selbstfahrendes Auto? Ja, also Serverteil von einem selbstfahrenden Auto, da gibt es irgendwie auch vielleicht ein API-Gateway und so ein Zeug. Für ein Videospiel, für den Serverteil eines Videospiels kann ich sowas garantiert benutzen. Und das ist ja die Frage, was ist denn die Erkenntnis davon? Naja, mein Problem dabei ist, dass diese technische Architektur viel zu häufig das ist, was ich sehe. Also nicht, sag mir mal, ob die Architektur sinnvoll ist. Ich sehe irgendwas Technisches. Weiß ich nicht. Und da könnt ihr sozusagen mal selber, also wäre halt die Frage, die ihr sozusagen mitnehmen könnt, wenn ihr jetzt jemandem sagen wollt, das ist die Architektur, zeigt dir der Person dann eher sowas Technisches, nicht, wo irgendwie API-Gateway und was war das, Aggregation-Service oder sowas steht, oder sagt dir dem, wir haben diese fachliche Aufteilung, wir haben irgendwie dieses Ding und das kümmert sich um, was haben wir da, Zimmerangebote, und da gibt es das andere Ding, das kümmert sich um die Abrechnung mit den Leuten, die halt irgendwie die Wohnungen vermieten und was weiß ich was. Ich habe halt das Gefühl, dass ich meistens, oder ich werde meistens mit technischen Architekturdiagrammen betraut. Und ich würde eben sagen, dass es besser ist, wenn wir sowas hätten, wo wir sagen, wir haben einen Prozess, eine Rechnungslegung, wir haben den Versand und wir haben irgendwie den Bestellprozess und da gibt es irgendwelche Beziehungen. Denn jetzt weiß ich, wie ich die Fachlichkeit aufteilen will, und jetzt können wir darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und nicht, also wir können zum Beispiel mal diskutieren, wie wir dafür sorgen, dass halt idealerweise eine Rechnung rausgeht, bezahlt wird und wir die Sachen halt auch rausschicken. Das bedingt sich ja wechselseitig, nicht? Wenn ich es nicht rausschicken kann, will ich vielleicht keine Rechnung stellen, und wenn ich die Rechnung nicht bezahlt bekomme, will ich es nicht rausschicken. Über diese Themen können wir jetzt diskutieren. Und was ich ehrlich gesagt schlimmer finde, ist, wenn man sowas hier hat, wo man irgendwie sagt, da gibt es irgendwie so ein komisches Ding, was, weiß ich nicht, was das sein soll, und da gibt es irgendwie eine Datenbank, und hier gibt es irgendwie eine Datenbank, und hier sind so konkrete technische Hinweise. Das finde ich halt deswegen schlimmer subjektiv, weil das da unten ist einfach nichtssagend, nicht? Also keine Ahnung, was das für eine Domäne ist. Weiß eigentlich jemand zufällig? Okay, gut. Es gab mal eine Computerfirma, die so hieß. Und hier ist irgendwie eine Datenbank, und nicht, da sind irgendwie so technische und fachliche Sachen miteinander vermischt. Und das ist natürlich nicht hilfreich, nicht? Also das ist, finde ich, wir wollen halt unterschiedliche Concerns sehen. Und deswegen glaube ich halt, dass dieses Domain-Driven Design, ich habe darüber letzte Woche eine Episode gemacht, so ein ganz wichtiges Ding ist, weil diese, und auch ein total guter Name, nicht? Die Domäne soll das Design treiben. Ich merke halt in letzter Zeit, dass ich öfter mal sage, die Domäne soll das Design treiben, weil ich halt irgendwie einen Entwurf sehe oder irgendwelche Themen sehe, wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, da ist irgendwie die Domäne irgendwie nicht mehr erkennbar. Dabei ist das doch gerade so ein schöner Name, und es ist so ganz eindeutig, worum es eigentlich geht. Wir wollen also Software bauen, die spezifisch ist für eine bestimmte Domäne, eben nicht generisch. Und meine Hypothese wäre, dass wir dann die Änderung in der Domäne am besten unterstützen können, weil wir halt die beste Modellierung für die Domäne haben. Und das impliziert, dass wir halt, wenn wir Änderungen in der Geschäftslogik haben, dass wir die dann hoffentlich am besten unterstützen können. Und damit haben wir eben nicht irgendwelche unnötige Flexibilität. Das heißt, für mich wäre das Konzept für so eine zukunftssichere Architektur eben
nicht die Domäne, das Design treiben zu lassen. Und da können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall darauf einigen, dass das ein sinnvoller Punkt ist. Also das ist auch eine Hypothese. Wenn ich also die Domäne besonders gut eingefangen habe, dann bin ich halt dort besonders sicher, zukunftssicher. So, das Thema mit den Technologien. Also erstmal, das ist ein Mittel zum Zweck, nicht? Also es gibt keinen Businesswert einer modernen Technologie, sondern ich kann damit irgendwas erreichen. Ich kann eine Performance erreichen oder was auch immer. Ich kann das vielleicht leicht ändern, es ist leicht wartbar, es kann bestimmte Qualitäten beeinflussen. Also vielleicht gibt es keine Security-Updates mehr, dann ist eben das Problem diese Qualität Sicherheit. Dann will ich sicher eine neue Technologie haben. Und dann sollte ich vielleicht auch irgendwie die Technologie anpassen. Wir haben in Softwareentwicklung das Problem, dass wir halt so einen konstanten Strom neuer Technologien haben. Und gerade alte Technologien können halt irgendwann Security-Probleme haben. Was so ein bisschen bedeutet, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass wir eine Technologieänderung machen müssen. Und da können wir jetzt sagen, dass wir technologieunabhängigen Code schreiben. Wir können also schauen, dass wir den Business-Code haben und darunter haben wir einen Technologie-Layer und der ist eben unabhängig, der eigentliche Business-Code ist unabhängig von der Technologie. Und da bin ich mir eben nicht so sicher. Also einmal ist die Frage, wie oft baue ich eine neue Technologie? Also wie oft kommt es vor, dass jemand sagt, ich will eine neue Datenbank unterstützen? Typischerweise sollte das wesentlich weniger der Fall sein, als dass irgendwelche neue Fachlichkeiten da sind und Fachlichkeiten unterstützt werden sollen. Und manchmal ist es irgendwie auch so, dass Mobilgeräte beispielsweise, das ist ja scheinbar eine technische Änderung, dass die aber auch dazu für sorgen, dass halt Logik geändert werden muss, weil ich jetzt eben mobil zum Beispiel Barcodes scannen kann im beim Einkaufen und ich kann den Leuten dann halt irgendwie Preise bei mir nennen. Nicht Supermarkt, Barcode-Scan, ich sehe, bei dem Anbieter ist es halt billiger, das macht für eine Desktop-Anwendung keinen Sinn. Also bei einer Desktop-Anwendung hätte ich das vielleicht nicht. Das heißt, diese neue Technologie führt irgendwie auch zu Änderungen in der Logik potenziell. Die meisten Consulting-Sachen, die ich habe, sind solche Sachen, wo man sagt, wir haben hier irgendwie was Altes und das ist alte Technologie und die Logik ist auch alt und es ist halt schwer wartbar. Und wir können deswegen das Zeug eben schwer weiterentwickeln. Und in der Situation will ich wahrscheinlich, also nicht will ich dann vielleicht den Code nicht behalten. Das heißt, wenn ich da investiert habe in technologieunabhängigen Code, bringt mir das nichts, weil ich will beides migrieren. So jedenfalls mein subjektives Erleben. Was also zu der Frage führt, warum zum Teufel sollte ich denn überhaupt technologieunabhängigen Code schreiben? Nicht? Also ich bin jetzt dicht davor zu sagen, technologieunabhängiger Code ist keine gute Idee. Nee, doch, das ist eine gute Idee, weil er einfach zu verstehen ist und dadurch einfach zu ändern. Und das ist der tatsächliche Wert. Nicht? Ich kann jetzt irgendwie sagen, okay, das ist meine Geschäftslogik, das steht hier irgendwie drin. Und wie das in der Datenbank passiert, das ist irgendwo anders. Und ich habe dadurch so eine Separation of Concerns und es ist irgendwie klarer, was geändert wird. Da gibt es auch einen Link auf dem Tweet, wo das nochmal weiter diskutiert wird. Der andere Punkt ist, Teams, also alt ist irgendwie eine Betrachtungsweise. Teams können mit alten Technologien produktiv arbeiten und das bedeutet, eine Handlungsalternative, die ich habe, wenn ich eben ein altes System habe, ist zu sagen, liebe EntwicklerInnen, wir schulen euch in dieser alten Technologie, um dafür zu sorgen, dass ihr dazu in der Lage seid, diese Software zu ändern. Dann muss sich die Technologie eben nicht ändern. Was sind so meine Empfehlungen? Naja, also ich glaube, wir sollten uns vielleicht daran gewöhnen, dass wir mit nicht ganz so modernen Technologien arbeiten müssen. Und dann ist dann die Frage, was sind eigentlich die Herausforderungen? Security, keine EntwicklerInnen mehr. Und daraus können wir dann versuchen, eine Migrationsstrategie oder Handlungsalternativen abzuleiten. Und das wäre halt so ein bisschen mein Hinweis, nicht? Also ich sehe halt zu häufig sowas, wo gesagt wird, okay, wir schmeißen es alles weg und machen es neu. Und das finde ich halt ein bisschen problematisch. Zusammenfassung. Wir können nicht zukunftssichere Architekturen bauen,
Ich würde sagen, zukunftssicher bedeutet, dass wir mit Änderungen umgehen. Und darum geht es eigentlich. Und wenn wir sagen, wir bauen etwas Zukunftssicheres, habe ich Angst davor, dass wir uns fokussieren darauf, dass wir Änderungen unterbinden wollen. Und das ist genau schlecht. Wir wollen iterativ, inkrementell besser werden. Das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Die Domäne, das Design treiben zu lassen, ist immer eine gute Idee, was eben impliziert, dass diese Domäne wichtig ist, dass man sich über die informieren muss. Und ich glaube, man muss eben sich daran gewöhnen, dass es so eine begrenzte Lebensspanne gibt von eben Technologien. Ich habe in meinem Stream tatsächlich eine Episode dazu zu diesem Thema gemacht. Da kann man sich das nochmal anschauen, gibt's auch als Podcast dementsprechend. Ich habe einen Blogpost auch zu dem Thema geschrieben bei Heise Developer. Das ist irgendwie eine Seite, also das kann man sich relativ schnell mal anschauen. Und wen das interessiert hat, gerne eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse schreiben, jukka2023@ewolf.com. Kommt zurück, ein Link auf eine Dropbox mit den Folien, den kostenlosen Büchern, die ich so habe, so Broschüren über Microservices und Service Meshes, Beispielkapitel aus den anderen Büchern. Das ist einmal so ein Lambda-Skript und ein Microservice. Das heißt, die E-Mail wird für 14 Tage gelockt. Ich gucke da nicht drauf. Aber sie ist dann eben 14 Tage gelockt auf der Amazon-Infrastruktur. Und wenn jemand sich vertut bei der E-Mail-Adresse, dann behandle ich das manuell. Soweit irgendwie dazu. Wir können mal schauen in die Fragen. Es gab eine Frage im Stream. Mr. Van Kong auf YouTube hat gefragt, da Architektur schwer änderbar ist, wie gestaltet man sie denn iterativ änderbar? Wenn die Datenbanklizenz und die ERPs gekauft und aufgesetzt wurden, ist in der Regel der Drops gelutscht. Deswegen sage ich ja, dass ich versuchen würde, diese Entscheidung möglichst spät zu treffen und sowas wie Domain Prototyping, wo ich irgendwie sage, ich baue erstmal die Logik und dann entscheide ich mich zugunsten oder von irgendwelchen Technologien, ist die Antwort darauf. Ob man dann den Mut hat, das zu tun, ist eine andere Frage, aber das ist die Idee, nicht? Und das ist ja genau der Punkt mit diesem Last Responsible Moment. Wann muss ich das denn nun wirklich entscheiden? Und davon hängt das eben ab, nicht? Und dann kann ich eben Entscheidungen zugunsten von einer Datenbank oder einem ERP, insbesondere wenn ich halt eine Lizenz kaufe, möglicherweise nicht revidieren. Deswegen würde ich die versuchen, so spät wie möglich zu treffen. Da hinten ist eine Frage. Also am besten immer nur mit dem Würfel in sprechen, dann hört man euch auch. Und nach der Frage. Ja, du hast uns so schön ein Bild von einem Haus gezeigt und gesagt, ja, man muss damit leben, dass die Software eventuell ja nicht schön ist. Und gerade als Verfechter von Clean Code, wo ich ja eigentlich einen Wert drauf lege, möglichst viel also gut zu dokumentieren, möglichst qualitativ ja Clean Code zu entwickeln, frage ich mich, ob das nicht so ein bisschen gegenläufig ist. Du meintest auch die emotionale Bindung, wenn ich jetzt quasi jede Methode groß dokumentiert habe, dann sorge ich ja auch dafür, dass ich da vielleicht das dann weniger leicht ändere. Und wenn ich dann aber im Gegenzug sage, naja, das wird eh alles bald geändert, weil die Anforderungen können sich ja oft ändern, ist das dann nicht eigentlich so ein Freifahrtschein oder eben, wo ich die Gefahr sehe, dass man eben sagt, okay, dann stecke ich gar nicht so viel Wert in Codequalität und um vielleicht auch das Verständnis, weil es wird sich eh bald ändern. Also ist es nicht vielleicht ein bisschen gegenläufig oder wie kann man da vielleicht vorsorgen oder argumentieren, dass man da doch sehr viel Energie reinsteckt? Also das, wie soll ich sagen, das ist aus meiner Sicht exakt die falsche Konsequenz. Also wir müssen nicht darüber diskutieren, hoffe ich, dass und das glaube ich ist ja auch bei weitem nicht die Intention der Frage, dass irgendwie vernünftig strukturierter, sauber dokumentierter Code leichter änderbar ist, als wenn der Code das irgendwie nicht ist. Und deswegen würde ich halt eigentlich das Umgekehrte sehen, nicht? Also eine hohe Codequalität, bessere Testabdeckung und so weiter sind Indikatoren dafür, dass das System oder sind bereiten hoffentlich Änderungen vor. Führt jetzt zu der Frage, also warum habe ich das Ding hier irgendwie, dieses Bild hier? Das hängt
damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, also es sind mehrere Sachen. Die eine Sache ist, wenn ich irgendwo hingehe und mir jemand sagt, irgendwie so ein Architektur-Review oder sowas ist, dann habe ich halt häufig das Gefühl, dass die Leute irgendwie sich dafür schämen, dass ihre Systeme so schlecht strukturiert sind. Und das finde ich halt einfach nicht in Ordnung, weil im Mittel sehen Systeme eben so aus. Und das Problem ist eben, dass wir halt da eine evolutionäre Weiterentwicklung haben und dass das eben zu so etwas führt. Und deswegen war ich genau für dieses Gebäude dankbar, weil man da irgendwie sieht, auch Gebäude, von denen wir ja glauben, dass sie halt einfach nicht quadratisch dastehen und irgendwie konstant sind, neigen eben dazu, manchmal so auszusehen. Und der andere Punkt ist, wir als TechnikerInnen, ich schließe mich da explizit ein, machen sowas eigentlich aus Technikgründen. Und wir wollen gerne technisch schöne Systeme haben und wir wollen gerne Systeme haben, die halt ansprechend sind und die halt irgendwie nicht eine schöne Architektur haben, eine vernünftige Architektur und so weiter. Und ich bin halt der Meinung, dass das eben tatsächlich schwierig ist oder auch daneben ist, weil das nicht das ist, wofür wir bezahlt werden. Wir werden dafür bezahlt, dass die Software irgendein Business Case erledigt. Und dafür kann das technisch optimale Ding sein, dass man sagt, hier ist halt dieses alte System, das warten wir nicht mehr, das lassen wir so, wie es ist, das ist halt gräulich. Und da drumherum sind ein paar andere Sachen, die halt einigermaßen vernünftig strukturiert sind. Und das System, dieses alte System, was halt ästhetisch nicht ansprechend ist, das lassen wir so, wie es ist. Weil das die betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidung ist. Und damit müssen wir, glaube ich, zurechtkommen. Und das ist schon eine Herausforderung, weil wir ja nicht in dem Business sind, um zu sagen, wir haben da dieses hässliche System gebaut oder wir akzeptieren, dass es da dieses hässliche System gibt, sondern wir selbstverständlich eigentlich schöne Sachen bauen wollen. Aber das führt eben möglicherweise zu Ineffektivitäten, nicht? Und deswegen muss man sich irgendwie die Frage stellen, was hilft es denn, wenn das schön ist? Wenn man dann sagt, naja, es ist halt, ist ja wieder dein Punkt, es sorgt irgendwie dafür, dass das System leichter änderbar ist. Super. Und nicht, das System wird sich ändern und wir haben dort Requirements in Zukunft. Super, dann ist das halt eine gute Idee. Aber einfach zu sagen, das ist alt und das muss weg, das reicht mir eben nicht. Und das ist halt der Punkt. Ich hoffe, das hilft, sonst frag gerne nach. Vielen Dank. Hi. Ich komme vielleicht mal ein bisschen vor, damit ich nicht so laut schreien muss. Also ich lehne mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich tue mich ehrlich gesagt mit dem Begriff der Architektur mittlerweile schwer, weil es einfach so einen bitteren Beigeschmack der Moderne hat. Sie haben ja auch in den Bildern eher ältere Gebäude genommen und da sieht man ja auch, dass sie mit relativ einfachen Technologien gebaut wurden, Backsteine, Holz und so weiter. Wenn man jetzt aber den Begriff, wie wir ihn als moderner Mensch kennt, vergleicht und gerade eben mit der Baukunst moderner Gebäude, die sind ja schon recht komplex und heutzutage auch eher komplett von vornherein durchgeplant, bevor man den ersten Spatenstich hat, bis ins kleinste Fenster mit Statik, Fluchtwegen und so weiter und so fort. Sind wir da vielleicht einfach, ist der Begriff einfach nicht mehr gut in der Hinsicht, weil er einfach im modernen Menschen diesen, es muss alles von vornherein perfekt vorgeplant sein. Bestes Beispiel der deutschen Baukunst Elbphilharmonie und Berliner Bär, wo halt kleinste Änderungen der Architektur eben viele jahrelange Nacharbeit nach sich ziehen. Ja, also da gibt's. Ich will eigentlich eine Antwort geben auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Das eine Problem ist, grundsätzlich haben Metaphern immer ein Problem. Die können halt irgendwelche Dinge verdeutlichen. Und man, also nicht können halt dazu dienen, Dinge zu verdeutlichen. Dazu kann man sie versuchen zu nutzen. Sie werden dann irgendwann schwierig, weil, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ich habe halt nicht Architektur studiert. Ich habe keine Ahnung, wie
Leute, die halt Gebäude bauen, tatsächlich ernsthaft arbeiten. Und es ist dann irgendwann grenzwertig, wenn man irgendwie darüber diskutiert, weil wir dort irgendwie nicht wahnsinnig viel Ahnung haben. Vielleicht so eine Seitennotiz, der Hillel Wayne, den hatte ich auch immer mal im Stream, der hat versucht, die Frage zu beantworten, ist Software Engineering eigentlich Engineering? Und die Art und Weise, wie er versucht hat, das zu beantworten, ist, indem er gesagt hat, ich nehme halt Ingenieure, die Software entwickeln, also die nicht Softwareentwicklung studiert haben, sondern nicht Mechanical Engineering oder sowas, und frage die halt, ob das dasselbe ist. Das ist zum Beispiel etwas, was man da machen kann. Der andere Punkt ist, also weil du es gerade ansprachst, man kann argumentieren, dass interessanterweise auch im Bau die Idee, dass man alles vorweg planen kann, irgendwie vergebens ist. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der schon mal versucht hat, selber ein Haus zu bauen oder bauen zu lassen. Ich wäre überrascht, wenn jemand da sagt, das ist genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, und der Plan ist exakt durchexekutiert worden, was ja in gewisser Weise nicht, und die Beispiele mit der Elbphilharmonie oder dem Berliner Flughafen sind ja sogar noch schlimmer, was ja so ein bisschen bedeutet, dass wir eben auch bei den Dingen, die wir jetzt irgendwie schon seit Tausenden von Jahren machen, irgendwie immer noch nicht dazu in der Lage sind, das halt wirklich gut zu machen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das Bauen eines Hauses, wenn man das als Bauherr tut, so jedenfalls bei einem Beobachter von draußen, deutlich einfacher und angenehmer ist als ein typisches Softwareprojekt. Das ist ja einfach nicht so. Oder ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe kein Haus gebaut. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der ein Haus gebaut hat und sagen würde, doch, das war irgendwie angenehmer als ein typisches Softwareprojekt. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wenn ich jetzt mit Leuten zusammenarbeite, die jetzt davon überzeugt sind, dass diese Future-Proof-Architektur gibt und die auch erreicht werden kann. Wie kann ich da gut argumentieren dafür? Also, es gibt den Talk auf YouTube auch als Aufzeichnung. Also um ehrlich zu sein, ist das, also nicht, ich bin halt Berater, ich lebe in gewisser Weise von diesen Dingen. Also ganz ernsthaft lebe ich halt irgendwie davon, unter anderem irgendwie zu sagen, nicht, ist es irgendwie keine gute Idee zu glauben, dass man halt die Architektur am Anfang festlegt und sie bleibt halt für immer so konstant. Und wir haben halt bedauerlicherweise in unserem Business so ein paar Geschichten, die halt eigentlich klar sein sollten. Also zum Beispiel ist es halt absurd anzunehmen, dass das Wasserfallmodell in irgendeiner Art und Weise dazu führt, dass man vernünftig Software entwickeln kann. Dazu habe ich einen Blogbeitrag auch geschrieben. Und selbstverständlich ist es so, dass wir halt in Iterationen vorgehen müssen. Wir müssen halt das Feedback aus der Produktion bekommen und wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir da halt weiterkommen. Diese Dinge sind eigentlich schon lange bekannt. Ich habe im Stream meine Professorin, die Professorin, bei der ich eine ganze Menge gelernt habe, die Christiane Floyd interviewt, und kann man da finden. Und was die gesagt, also sie würde es wahrscheinlich nicht so sagen, wie ich es jetzt sage, aber das, was da für mich rauskommt, ist, dass bereits so in den 70ern oder so klar war, dass wir eben Requirements nicht festhackern können, dass wir nicht sinnvollerweise mit einem Wasserfallmodell vorgehen können und dass wir halt in Iterationen arbeiten müssen. Und interessanterweise ist das halt Feedback gewesen, wenn man ihr zuhört, das eben aus der Praxis kam. Also wo Leute gesagt haben, netter Versuch, aber so funktioniert das nicht. Und wenn wir, also was halt bedeutet, dass viele von diesen Dingen, die ich halt hier erzähle, so größenordnungsmäßig so alt sind wie ich, nicht? Und wenn wir halt nicht dazu in der Lage sind, das umzusetzen, finde ich es schwierig. Das ist ein Thema, nicht? Deswegen sage ich ja, habe ich zum Beispiel irgendwie Talks, die hat ganz viel sagen über das Thema Modularisierung. Aber wir müssen uns mal daran gewöhnen, dass es halt bestimmte Dinge gibt, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Und es gibt gewisse andere Dinge, von denen wir wissen, dass sie eben nicht funktionieren. Und wir wissen, dass wir in Iterationen vorgehen müssen.
das ist ganz sicher. Also wen das interessiert mit dem Wasserfallmodell, da gibt es auch eine Episode bei Softwarearchitektur im Stream und die kurze Zusammenfassung, also da habe ich tatsächlich eine eigene komplette Episode gemacht und die kurze Zusammenfassung ist, das gibt's halt nicht. Das ist ein Missverständnis. Es gab in den 50er Jahren den Versuch, ein großes System zu bauen, das Flugabwehrsystem in den USA. Und wenn die das gebaut hätten als Wasserfallmodell, hätten sie gesagt, Spezifikation, nicht und so weiter und so weiter, bis halt irgendwo hinten der Code rauspurzelt. Das ist ja das Wasserfallmodell. Das ist nicht das, was passiert ist. Was passiert ist, ist, dass sie das erste System gebaut haben. Wohlgemerkt, wir reden über die 50er Jahre. Und dann das zweite System, also nicht ein prototypisches System, ein kleiner Prototyp, so wie wir heute es auch gesehen haben. Und dann haben sie die zweite Iteration gebaut. Und das, was die Leute, die damals da dran gesessen haben, gesagt haben, ist, das war nicht so schlau, diesen großen Schritt von dem ersten zu dem zweiten System zu gehen, sondern wir hätten es feingranularer machen müssen. Das sind die 50er Jahre. Nicht? Also das hier gab es damals überhaupt nicht verfügbar. Dieses Ding hat wahrscheinlich mehr Rechenleistung als alle Computer, die es damals gab. Und das ist eben so. Nicht? Und daraus ergibt sich, dass wir eben in dieser Art und Weise Software entwickeln müssen, wie wir es halt heutzutage tun sollten und wie wir es ja jetzt auch verstanden haben. Nicht? Also Agilität ist ja zumindest das, von dem wir sagen, dass wir es halt machen sollten oder von dem wir sagen, dass wir es tun, aus genau dem Grund. Fürchte, das ist die, also nicht die, die, das ist das, was ich dann versuchen würde, diplomatischer und mit mehr Hintergrund sozusagen zu vermitteln. Aber so funktioniert Softwareentwicklung. Das wissen wir und das wissen wir eben lange. Noch eine Frage? Ich habe so eine Verständnisfrage dazu. Und zwar gibt es ja so diesen Grundsatz, man soll eine Architektur bauen, geschlossen gegenüber Veränderungen und offen gegenüber Erweiterungen. Und bricht jetzt dieser Vortrag so ein bisschen damit? Oder willst du eigentlich eher sagen, du kannst ruhig probieren, sowas zu bauen, aber rechne eigentlich eher damit, dass es nicht klappt und dass du Dinge sowieso ändern musst? Ja, mein wesentlich, also mein Problem dabei ist, das sind Konzepte, die sich ja erstmal sinnvoll anhören. Mein Problem ist halt, gegeben irgendein Problem, wie sorge ich dafür, dass ich bei einer Architektur rauskomme, die halt das erfüllt? Und das finde ich halt schwierig, weil wenn ich halt sage, offen für Änderungen, impliziert das, dass ich Änderungen vorhersagen kann. Und das kann ich nicht. Das ist ja mein grundsätzliches Problem. Und deswegen finde ich das eben grundsätzlich schwierig. Wenn ich dazu in der Lage wäre, die Änderungen, die halt passieren, vorherzusagen, dann ist das ja, dann ist das fein, nicht? Also dann kann ich das ja mit rein faktorisieren. Sonst halte ich halt Ziele, die halt sagen, ich will halt irgendwie für Änderungen besonders gut vorbereitet sein, einfach für problematisch. Da gibt es dann noch dieses, nicht? Also ich habe ja gesagt, don't be stupid. Das heißt, natürlich kann ich jetzt versuchen, aus historischen Informationen herauszubekommen, was voraussichtlich passieren wird. Und natürlich ist das etwas, was ich betrachten kann oder will, was mir vielleicht etwas hilft. Aber ich würde argumentieren, dass das nicht ausreicht. Nicht? Also wir haben zum Beispiel die Corona-Pandemie gehabt, die hat niemand vorhergesehen. Und die hat natürlich Auswirkungen auf Softwaresysteme, weil das eben dazu führt, dass wir halt viel mehr E-Commerce machen müssen. Nicht? Also viel mehr als eben Stationärhandel beispielsweise. Und das haben halt, natürlich hat das niemand vorhergesehen. Jetzt können wir, glaube ich, daraus nicht ableiten, dass wir in Zukunft Systeme bauen müssen, die halt irgendwie auf unvorhersehbare Änderungen reagieren können. Das geht halt einfach nicht. Und das ist halt mein Problem dabei. Also könnten wir das, würde ich das sofort unterschreiben. Ich kann das eben nicht und ich sehe halt auch nicht, wie mich das dazu befähigt, konkrete Änderungen sozusagen umzusetzen oder konkrete Handlungsvorschrift zu haben. Nicht? Also hier ist eine Architektur, ist die offen für Änderungen? Keine Ahnung. Das ist halt der Punkt. Danke.
zeigen. Okay, ich glaube, keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen im Chat? Nee, ich glaube nicht. Also ich sehe zumindest nichts. Achtung. Okay. Meine Frage ist so ein bisschen nochmal auch zu dem Architekturbegriff. Ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer, gerade mit der technischen und, sage ich mal, der fachlichen Abgrenzung. Also wir hatten ja vorhin mal, wenn jemand dieses technische Architekturbild zeigt, dann könnte man gar nicht beurteilen, ob das jetzt zukunftssicher, super oder schlecht ist oder wie auch immer, weil es ja immer von der Fachlichkeit abhängt. Aber dann, keine Ahnung, in mir drin ist jetzt sowas, wenn jetzt einer fragen wollte, was ist eigentlich mit meiner Architektur, ist die zukunftssicher gut oder schlecht, dann dürfte der ja gar nie eigentlich diesen technischen Teil zeigen, sondern wirklich den fachlichen dann in dem Fall. Oder also was würdest du eigentlich erwarten, wenn jemand sagt, ich zeig dir mal meine Architektur, ist die gut oder schlecht, dann würdest du gar nicht erwarten, dass er mit irgendwas Technischem kommt. Genau, also das führt zu der Frage im Kern, was ist eigentlich irgendwie Softwarearchitektur? Und das ist eine sehr gute Frage, weil wir bedauerlicherweise da halt keine vernünftige konstante Definition halt haben, nicht? Und das ist irgendwie auch so eins von den Problemen. Meine persönliche Meinung ist die folgende. Wir haben eine Herausforderung, und das ist diese Herausforderung mit der Strukturierung des Systems. Also eine Architektur impliziert, dass ich grob granular sage, so ist mein System strukturiert. Und in dem Bereich ist das Problem, was ich sehe, ich möchte gerne grob granular fachlich das System strukturiert haben. So, und das ist auch mein erstes Problem. Das ist ja das, was ich versucht habe im Talk zu sagen. Wenn mir also jemand sagt, das ist meine Architektur, sehe ich vielleicht eine grobgranulare Strukturierung, aber ich sehe üblicherweise keine grobgranulare fachliche Strukturierung. Und das ist für mich ein richtiger Fehl. Also es ist nicht so Kleinkram, sondern das ist irgendwie das bedeutet ja, dass ich eine wichtige Frage überhaupt gar nicht beantworte. Und das ist nicht akzeptabel. Das ist was anderes, als wenn ich sagen würde, okay, hier ist halt eine fachliche Aufteilung und die ist halt irgendwie doof, nicht? Also dann ist es halt ein Fehl, wo ich sage, ich habe zwar die Frage beantwortet, ich habe sie aber falsch beantwortet. Wenn ich aber die Frage oder suboptimal beantwortet, wenn ich die Frage aber gar nicht beantworte, ist das halt ein Fehl. Und das ist meine Kritik an dieser technischen Strukturierung. Die beantwortet halt die Frage nach der fachlichen Aufteilung nicht, die ist aber entscheidend. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, und das ist ja so ein bisschen auch das, was inhärent in deiner Frage drin ist. Also wir können ja jetzt nicht schlecht sagen, da gibt's halt Boxen und Pfeile und so ist die Fachlichkeit aufgeteilt und jetzt mach mal. Wir müssen ja irgendwas sagen über Technologien. So, und da ist ein anderer Teil, den ich hier jetzt nicht ernsthaft diskutiert habe, das ist diese Geschichte mit den Qualitäten. Meiner Ansicht nach ist die Herausforderung herauszufinden, was die wirklichen fachtechnischen Anforderungen sind. Und da reicht es mir nicht aus zu sagen, das System soll skalierbar sein oder sicher, sondern da möchte ich halt gerne konkret wissen, was das bedeutet. Da gibt es so Qualitätsszenarien, zum Beispiel, so ein Qualitätsszenario könnte zum Beispiel sein, wenn das System zwischen 9 und 18 Uhr ausfällt, dann höchstens für 5 Minuten. Und das ist was anderes als 99,9% oder so, weil das bedeutet, es ist vielleicht okay, wenn es jeden Tag ausfällt, aber nur 5 Minuten. Es bedeutet zum Beispiel, dass es weniger aggressiv oder vielleicht aggressiver ist zu anderen Tageszeiten und so weiter. Da sind also viel mehr Informationen drin, nicht? Also es könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, zwischen 9 und 18 Uhr sind die Filialen halt offen und das ist schlecht, wenn das System länger als 5 Minuten ausfällt, weil dann habe ich in den Filialen ein echtes Problem. So, und das ist halt eine wichtige technische Aussage. Und darauf muss ich dann technische Antworten haben. Also in dem Beispiel müsste ich jetzt irgendwie sagen, okay, ich habe also irgendwas Hochverfügbares im Rechenzentrum, ich habe irgendwie hochverfügbare Verbindungen zum Rechenzentrum, was auch immer. Oder vielleicht habe ich es auch lokal, damit ich eben gerade diese Verbindung nicht habe. Da brauche ich also eine technische Antwort. Das ist die zweite Komponente. Und da ist die Ebene des Fehls, die ich häufig beobachte, dass diese Qualitätsszenarien nicht klar sind, sondern dass gesagt wird, wir wollen 99,9% Verfügbarkeit. Cool, dann lasse ich also am Black Friday, wenn der Laden halt irgendwie voll ist, das System mal für eine Stunde ausfallen. Ist das, was ihr wollt? Nein. Okay, dann sagt mir mal, was ihr wirklich wollt. So, und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich darauf keine technische Antwort geben. Und diese beiden Komponenten sind für mich das, was eine Architektur tatsächlich ausmacht. So, und
tatsächlich, wenn man dann wie sich den Stream anguckt, gibt es so ein paar Episoden, die sich damit beschäftigen, wie ich so etwas umsetze. Zum Beispiel ist auch ein wichtiger Punkt Benutzerfreundlichkeit. Typischerweise sollen Systeme benutzerfreundlich sein, weil wir damit im Markt einen Vorteil haben. Wie machen wir das denn? Wie messen wir das? Und was bedeutet es für mich als Architekt? Das ist ja irgendwie ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich dort diskutiere. Und vielleicht ist noch eine weitere Komponente, also das ist wahrscheinlich nicht das, was typischerweise man sagt, was Architektur ist. Das ist aber bewusst so, weil das die Punkte sind, wo ich irgendwie das Gefühl habe, nicht, ich komme irgendwo hin, jemand sagt, das ist unsere Architektur. Und das sind so die Punkte, die halt häufig nicht betrachtet werden und die halt zu Problemen führen. Und deswegen ist das gerade für mich das Zentrum, um irgendwie zu sagen, nicht, da ist wahrscheinlich etwas, wo wir nachdenken müssen. Das hat auch dazu geführt, dass ich genau diese Themen in diesen Architektur-Kickstart eingebaut habe, wo ich eben in 4 Sessions, 4 Stunden, das exakt diese Themen anspreche, um dafür zu sorgen, dass eben genau diese Themen betrachtet werden. Und das ist für mich Softwarearchitektur, womit ich jetzt nicht sagen will, dass meine Definition besser ist als die von Martin. Martin Fowler, der hat ja irgendwie eine andere oder als andere Architekturdefinition. Es ist einfach so, dass das die ist, für die, die für mich wichtig ist und die für mich halt irgendwie auch dafür sorgt, dass ich in einem Consulting halt schneller dazu komme zu sagen, hier sind übrigens die Themen, wo wir mal drauf gucken müssen. Das ist so der Punkt. Dankeschön. Ich habe da halt keinen absoluten Anspruch. Nicht? Also wenn jemand sagt, nee, deine Definition ist doof, ist halt auch fein für mich. Also da kann es halt andere geben, die halt auch gut sind. Gut, noch eine Frage. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass wir Architekturen mehr fachlich getrieben entwickeln sollten und nicht so technisch getrieben. Und es gibt ja diverse klassische Softwareentwicklungspattern wie Model View Controller oder Model View Presenter oder was auch immer. Gibt's da denn auch irgendwas, was dann quasi mehr aus der fachlichen Richtung kommt? Ist das dann sowas wie Ports and Adapters oder sowas? Ja, das passt vielleicht ganz gut zu der, ich hab letzte Woche halt diese Episode gemacht zum Thema Domain-Driven Design ist eigentlich vernünftige Softwarearchitektur. Und es gibt von meinem Kollegen, dem Stefan Tilkoff, so einen Blogbeitrag, wo er sagt, Domain-Driven Design ist overrated. Und was er dort unter anderem sagt, ist, wir haben halt in Domain-Driven Design bestimmte Dinge, also Entities, Services oder sowas, die halt sagen, wie wir halt Klassen aufteilen. Und das ist eben nur eine Möglichkeit, wir können halt andere Sachen haben, nicht? Also Document und Händler hat er zum Beispiel, du hast jetzt Model View Controller oder so eingeführt. Das beantwortet nach meinem Empfinden ein bisschen die Frage, es gibt in Domain-Driven Design die Möglichkeit, eben genau auf Klassenebene diese Geschichten mit Entity, Service und so weiter, die halt sagen, wie ich auf Klassenebene so etwas aufteilen muss oder kann. Und die sind dort eine wichtige Komponente und sind damit so ein bisschen auf einer vergleichbaren Ebene. Ich muss gestehen, das ist halt taktisches Domain-Driven Design, nicht? Das heißt, ich setze mich irgendwie hin, ich baue eine Klasse, die heißt irgendwie, weiß ich nicht, Order Service oder Customer Repository oder irgendwie so ein Zeug. Ich muss gestehen, dass das für mich im großen Ganzen von den Problemen, die wir halt haben, gar nicht so relevant ist. Domain-Driven Design bedeutet, die Domäne soll das Design treiben. Das heißt, für mich ist halt das erste Problem, die Domäne verstehen. Und da bin ich noch weit weg davon, irgendwie Code zu schreiben, sondern ich will die Domäne verstehen. Deswegen heißt es eben Domain-Driven Design. Und für mich ist persönlich halt auch diese grobgranulare Aufteilung wichtiger. Das heißt, wenn ich halt sage, ich habe hier ein System, so wie ich es gezeigt habe, nicht mit so einer Rechnungslegung oder so, und ich habe da irgendwie einen bestimmten Bereich, der vielleicht gar nicht so toll strukturiert ist und halt so wahnsinnig technisch gebaut ist, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Und eigentlich sagt Domain-Driven Design sogar, dass es wichtig ist zu sagen, was ist der Fokus, was ist das, wo ich tatsächlich sehr gutes Design haben möchte auf dieser fachlichen Ebene. Und dort sollte ich eben auch
auf dieser Klassenebene, auf der Code-Ebene sehr hohe Qualität haben und ein sehr gutes Modell für die Domäne. In anderen Bereichen ist es vielleicht akzeptabel, wenn das weniger gut ist. Und deswegen finde ich halt in dem großen Ganzen ist dieses taktische Design, diese Sachen mit, wie sehen meine Klassen aus, ich empfinde das nicht als so wichtig. Ich habe, also persönlich, ich bin halt der Meinung, dass dieses grobgranulare Design, eben diese Art von Architektur da sozusagen eigentlich der wesentliche Punkt ist. Aber taktisches Design nicht, das ist, glaube ich, das, was man sich angucken kann. Ich komme mal zu dir hoch. Schön. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Vortrag. Komm gerne mal wieder vorbei. Und an alle, die jetzt zu Hause sitzen, es tut mir leid, für euch gibt's keine Pizza. Aber für alle, die hier sind, gibt's jetzt Pizza. Und wenn ihr noch Fragen habt, Ebert ist, glaube ich, noch ein bisschen da, muss dann aber demnächst auf den Zug. Genau.